Was geht? Oh. Was? Warum schreist du so? Bleib mal Ruhe auf der anderen Seite von der Mauer. Leute, wir machen ein kleines Rollenspiel. Wir spielen Westdeutschland, Ostdeutschland. Nein. Was? Nein. Ach so. Wir spielen Wer lügt besser? Und mit dabei ist heute, ja, es steht im Titel, mein Gott, es funktioniert, Ex-Freundin Jodie. Die Ex-Freundin. Hallo, mein Name ist Jodie Calussi. Ach, du hast auch einen Namen, du heißt gar nicht die Ex-Freundin. Krass, oder? Können wir das so machen, dass wir uns gar nicht angucken die ganze Zeit? Ich finde dich wirklich hübsch, ich würde dich gerne einfach anschauen. Hi. Tobi. Leute, es geht darum, wir haben hier verschiedene Gegenstände, ihr seht sie ja alle hier. Und ja, du kannst schon aufdecken. Diese Gegenstände müssen wir uns quasi jetzt gegenseitig vorstellen. Es geht allerdings darum, dass diese Gegenstände tatsächlich von uns erklärt werden müssen. Das heißt, ich sage zum Beispiel, Jodie, ich habe hier gerade einen 9 Meter Rieseninch in der Hand und Jodie sagt, ja, das glaube ich dir. Dann sagt sie, Klopfer hier auf den Boden oder sowas und dann ist das, dann sagt sie, nee, das ist kein. Das ist tatsächlich ein 4-Inch. Also es geht darum, wer kann besser lügen. Ich glaube, ihr kennt das Format, ich muss das gar nicht erklären. Wir haben uns durchgehend über Jahre hinweg belogen. Und du, mich? Ach so. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Möchtest du anfangen? Nee. Nee? Soll ich anfangen? Ja. Okay. Jodie. Ja. Ich habe hier, du hörst es vielleicht? Ja, ich höre das. Ich habe hier ein American Candy in der Hand. Jolly Rancher steht da drauf. Fire with Cinnamon. Ja. Was ist das für ein, was ist das? Ja, so Jolly Rancher, so ein rotes Bonbon halt mit Zimtgeschmack. Mhm, wie lange habt ihr die Sachen schon? Die haben wir irgendwann mal in einem Paket von Sugar Dad bekommen tatsächlich. Aha, und ist es auf oder zu? Das ist noch geschlossen, das ist in der Packung noch. Mach mal auf. Warte, ich reiß einfach so richtig dumm auf. Ja, ist auf. Kannst du es essen? Ich kann es essen, ja. Mach mal, iss mal. Die hole ich wieder raus, weil die absolut ekelhaft schmeckt, aber ja. Ich glaub dir nicht. Du glaubst mir nicht? Nee, ich glaub dir nicht. Weil diese Packung, das war so ein weicheres Knistern von diesem Plastik. Okay, das aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da eine Süßigkeit drin ist. Du bist dir ziemlich sicher, dass ich mir sowas aus dem Arsch ziehe einfach? Ja, du okay. Hast es bestimmt vorher angesehen und dann hast du dir das überlegt und... Ja. Okay, Jodie, ja? Dann muss ich dir leider sagen, hier ist es. Oh, aber ich bin ehrlich, ich habe das hier genommen, also passt oh. Schon. Also, oh, was? Oh mein Gott! Das war sehr smart. Fuck, Mann, warum? Ich dachte, ja, das war nicht so weich, das war nicht so ein Papier. So ein... Aber was hast du denn dann geknistert? Hm? Was hast du denn geknistert? Das war eingepackt, das Mikrofon. Ich habe auch nicht mitgenommen. Ich habe das mit, ja, ich wollte halt unbedingt gewinnen, was soll die Scheiße? Das hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Ich bin aber sehr stolz auf dich, dass du das so verknüpft hast. Ich bin so ein toller Lügner, dankeschön. Ja. Mhm. Okay, ich bin dran, ja? Ja. Akani, bitte halt kurz. Wow. Ach du Scheiße. Sag mal, spinnst du hier komplett um? Oh. Okay, Jodie, was hast du? Ich habe, Sebastian, einen Reifen. Was? Was für ein Reifen? Schwarz. Schwarz, okay. Und wie groß ist der? Durchmesser, so vielleicht 1 Zentimeter. Und welche Farbe hat der in der Mitte? Rot. Rot, mhm. Okay, und kannst du vielleicht sagen, wo der herkommt? Ich glaube, den hat Tobi hier hingelegt. Den hat Tobi hingelegt. Aber kannst du zuordnen, wo dieser Reifen herkommt? Steht da irgendwas drauf zum Beispiel? Nee, ich glaube, da steht nichts drauf. An der Seite steht nichts drauf? Mhm. Bin ich ganz sicher? Also, der ist bestimmt von Lego. Der ist bestimmt von Lego, sagst du. Mhm, okay. Und ist da auch das Lego-Markenzeichen drauf? Ja, klar. Bist du dir da sicher, ja? Okay. Und der ist so schwarz, ne? Mhm. Und die Musterung des Reifens, kannst du mir die vielleicht ganz kurz erklären? Das ist mit Streifen. Ja, und sind die gleichmäßig oder wie ist das? Die Streifen, also sind die so gleichmäßig Muster ja, einfach? Ja, genau, gleichmäßig. Also die gehen einfach komplett von der einen Seite durch bis auf die andere? Ja, so Streifen auf dem Reifen. Kannst du den mal hinfallen lassen, kurz auf den Tisch? Nein. Doch? Nein, mach ich nicht. Nee, mach mal bitte, ich muss hier hören. Nee, will ich nicht. Okay, Jodie, ich muss dir sagen, du sagst ja nicht die Wahrheit. Ich sag was? Du sagst die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit? Du sagst die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit! Hier ist dein Reifen. Das ist extrem interessant, weil... Oh mein Gott, Tobi, ist dein Ernst? Ich wusste nicht, dass er das hat. Ich hätte das ja gegen ihn gespielt. Was? Ich hätte das gegen ihn gespielt, ich wusste nicht, dass er das Auto nimmt, wo ein Reifen fehlt, den ich da genommen habe. Wow! Mann, aber sonst hättest du mir nicht geglaubt, oder? Doch. Weil ich wusste, dass ich in diesem Lego-Auto mal gespielt habe. Okay, Jodie, ich habe hier tatsächlich eine krass seltene Pokémon-Karte. Oh, welche? Und, was sagst du? Was für eine? Mauzi. Mauzi ist so selten, sagst du? Ja, weil der glitzert und die ist halt, also die ist halt riesig groß. Und was für eine Attacke kann Mauzi? Mauzi kann Schwäche und Resistenz. Was? Ja. Das ist doch nicht Attacke. Doch. Was ist die Attacke? Ach so, Tackler. Tackler? Ja. Die ist halt riesig. Ich weiß nicht, ob du mich anlügst oder was du tust, als würdest du mich anlügen. Die Karte ist halt wirklich groß, tatsächlich. Wie groß? Boah, also größer als eine normale Pokémon-Karte. Warum? Keine Ahnung, ich denke mal, das ist eine Sonderedition. Hä?
Macht gar keinen Sinn. Wie sieht Mauzi aus auf dem Bild? Der ist so gelb und hat so die Arme so hoch und hat halt diese Augen so von Mauzi. Und was hat der auf der Stirn? Ja, dieses Symbol, was Mauzi da oben hat, ne? Symbol? Dieses gelbe Ding. Der hat so ein Ding da oben doch drauf. Mhm. Und wie viele Schnurrbarthaare hat der? Insgesamt? Nee. Oder was? Ja. Ja, 4. Ist doch klar. Wo hast denn du die Karte her? Kann sein, dass ich die mal zugeschickt bekommen habe. Kann aber auch sein, dass die aus einem Opening ist. Weiß ich nicht. Hast du die gekauft? Eine XXL große Karte? Ja, das wäre ja saudumm. Ja, also ich habe dafür auf jeden Fall nichts bezahlt. Ja, aber in einem normalen Pack ist die ja nicht drin, wenn die größer ist, oder? Nee, glaube ich auch nicht. Hm. Ich glaube, du sagst die Wahrheit. What the fuck? Nein, die ist auch wertvoll. Ja, die ist super wertvoll. Nicht drüber bleiben, du machst die PSL-10 kaputt. Ah! Mann, wieso kennen wir uns so gut? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Okay, also ich habe in meiner Hand eine Bahncard. 100. Mhm, welche Farbe hat die? Rot. Rote Bahncard. Und wessen Namen steht da drauf? Sebastian Mauer. Aha, und was steht da sonst noch so voll drauf? Voll geil, wann hast du eine Bahncard 100? Wo willst du hinfahren? Was ist da für ein Ablaufdatum drauf? 2026. 2026. Ja. Und ist die einfach nur plain rot? Nee, ist schon ein Muster. Und schon ein Muster. Was ist da für ein Muster drauf? Ja, so ein Bahncard-Muster. Kann man nicht so beschreiben. Ist einfach so designt. Mhm. Möchtest du dir mal auf den Tisch klopfen? Jetzt willst du Kokain machen. Du sagst die Wahrheit. Nein, ich lüge! Oh, was? Das heißt, meine Bahncard liegt da trotzdem. Oh, das ist klar. Meine Bahncard liegt da trotzdem. Das muss ja so sein. Da kommt man nicht drauf. Ist die gut. Okay, okay. Du bist dran. Also, ich habe hier so einen gelben Pömpel, so einen Toilettenpömpel. Aber ja, einen gelben Toilettenpömpel einfach. Wie groß ist der? Der ist ungefähr so groß wie... Nee, Tobi brauchst du nicht. Ein kleiner Pömpel? Also nicht so wie ein normaler großer Toilettenplömpel? Nee, ein kleiner Pömpel, genau. Kleiner Pömpel. Ja, mhm. Genau. Und kannst du mal deine Hand plömpeln? Ja, klar, kann ich das machen. Mach mal. Ja. Was für ein Farbe hat der Stiel? Der ist gelb. Auch gelb? Genau. Ist das aus Plastik oder aus Gummi? Nee, aus Plastik. Und das untere Teil ist aus Gummi. Rot. Und den benutzt man für? Das ist, glaube ich, aus dem Spiel. Das heißt Kaka-Alarm. Das gibt's wirklich, das Spiel. Das heißt wirklich Kaka-Alarm, oder? Ja, und ich glaube dir auch, dass du das hast, tatsächlich. Ja. Und ich glaube auch, dass das ist, was Tobi da hingelegt hätte. Okay. Und ich glaube dir. Okay. Ich hatte aber das nicht in der Hand, sondern die Blume. Scheiße! Mann. Oh Baby, jetzt kam gerade Knossi, glaube ich, ja. Der Knossi kam gerade. Ja, wir sind beide sehr stark. Was denn? Also. Was? Was denn? Du hast was komplett anderes beschrieben. Ja, und? Du hast doch beschrieben, was du in der Hand hast. Hä? Hä? Was? Was? Ich habe gelogen, ich habe das beschrieben und das in der Hand gehabt. Ach so, ach ja, Tobi. Ach, das ist ja das Spiel. Mann! Also, Sebastian, ich halte in der Hand, Das wird dir nicht gefallen, aber ich glaube, ich habe deinen Autoschlüssel in der Hand. Okay, kannst du den mal rumdrehen? Wie rum? Auf die Rückseite. Da hinten? Ja, wie sieht das Logo aus? Da steht Auf Falterbach drauf. Auf Falterbach steht da drauf, ja. Und was ist auf dem Logo drauf? Ein Baum. Ein Baum, Und ist das Logo ein Kreis oder beschreib das mal so ein bisschen? Das ist rund und da steht der Falterbach drauf und AMG steht da auch drauf. Kannst du den Schlüssel mal aus so dem reich. Ding rausholen? Es gibt die Möglichkeit, den an einem kleinen Hebel an der Seite rauszuziehen. Nee, das will ich nicht, sonst mach ich's kaputt. Nein, das geht schon, das passt schon, der Schlüssel kann das. Nee, das will ich nicht machen, da bin ich dagegen. Kannst du den mal ein bisschen... Vielleicht ist der auch gar nicht deiner, vielleicht ist der ja auch von Tobi. Hat der auch einen AMG? Tobi hat noch keinen AMG, der kommt bald. Warum hat der denn noch keinen AMG? Weil die, weil wir jetzt gerade leider... Wie behandelst du denn eigentlich deine Mitarbeiter? Nee, er kriegt ja von mir einen, es dauert nur noch ein bisschen. Aha. Kannst du den mal hinlegen auf den Tisch? Ja. Kannst du es nochmal machen? Nein. Scheiße. Liegt schon, jetzt musst du dich entscheiden. Nein, mach ich nicht. Kannst du ein bisschen drüber fühlen so? Ja, schön. Mhm. Nee, so mal drücken, vielleicht ein Knöpfchen? Nein, dann geht dein Auto auf. Nein, alles gut. Will ich nicht. Nee, alles gut. Versuch mal. Mach mal. Ich drück da nicht drauf. Drück mal drauf. Nein. Scheiße. Sebastian, entscheide dich. Ich würde dich doch niemals anlügen. Du hast den da liegen, aber du hast ihn nicht in der Hand. Das ist absolut richtig. Ja! Oh, was hast du in der Hand? Ein Euro-Stück, weil das so viel wert ist wie dein Scheiß-Auto. Das stimmt nicht. Oh, dann ich definiere mich nur über meine Klamotten, mein Auto und mein Geld. Du nimmst mir alles, was... Lass das! Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Schaut gerne bei Jody Calusi vorbei, die mittlerweile Golf spielt. Ja. Eine eigene Linie herausbringt für Pinsel und Malutensilien. Ich mach auch Mal auf. Einen unglaublich guten OnlyFans-Account hat, kann man sich anschauen. Ein schönes Instagram. Ich bin Top-Tier-Subscriber und schreib dir unter einem anderen Namen die ganze Zeit. Du weißt das es nicht. Das fände ich so lustig. Ich auch, ich mach's. Und ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Hau rein, bis nächstes Mal. Ciao!